Moin Moin und herzlich willkommen zurück im Snoo Hospital und wir sind immer noch im Katastrophen-Event, das zweite Mal, auch wenn die Versicherungen von uns eigentlich wollen, dass wir die Epidemie-Events derzeit spielen. Ja, nichtsdestotrotz machen wir erstmal das, weil wir hier besser aufgestellt sind. Habe ja in den letzten Folgen bereits zweimal probiert, das Epidemie-Event erfolgreich zu absolvieren. Bin zweimal gescheitert, kurz und knapp davor. Nichtsdestotrotz, das kostet uns dann immer $5.000, wenn wir scheitern. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, mittlerweile helfen uns die Events einfach darüber, dass wir mehr als genügend Patienten bekommen, um die laufenden Kosten mit all den Angestellten, die wir haben, irgendwie zu decken. Und das ist das eigentliche Ding. Aber wir sind, wie wir sehen, hier bei 5 Sternen derzeit angekommen. Das ist schon mal richtig gut. 5 Sterne, da können wir zufrieden mit sein, da können wir stolz drauf sein. Und da ich eine neue Folge starte, beziehungsweise das Spiel neu gestartet habe, muss ich hier meinen Gefahrmodus wieder einschalten. Und das machen wir jetzt auch. Gut. Grundsätzlich ist aber auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben sind. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um Joachim Tell. Joachim Tell ist Teil des derzeitigen Events und der hat ein subdurales Hämatom. Heißt, er braucht eine OP, eine Kraniotomie, die soll er auch bekommen. Und jetzt gucken wir auch nochmal rein. Das, was ich jetzt neulich für mich entdeckt habe, ist dieser Diagnosebalken. Der hilft uns natürlich bei dem einen oder anderen Patienten nochmal zu schauen, was könnten wir vielleicht noch an Untersuchungen machen. Jetzt bin ich kein Arzt, ne? Und die meisten von euch vermutlich auch nicht, sodass ich auch nicht genau weiß, welche Untersuchungen wir hier durchführen müssen. Auch wenn das hier schon Folge 97 sein sollte und wir schnurstracks auf die 100 zugehen, ja, habe ich bislang noch nicht dadurch mein oder ein Medizinstudium ersetzen können. Ja, an der Stelle auch nochmal gesagt, wenn es euch gefällt, einfach mal einen Daumen da lassen unterhalb des Videos. Würde mich freuen. Und solltet ihr noch kein Abo haben, drückt auch gerne auf den Knopf. Also, schauen wir nochmal rein. Wir haben schon ein bisschen was gemacht bei ihm. Wir schauen auch mal, wo er ist. Also ist einer von denen, die hier eingewiesen wurden. Er ist auch rot angezeigt. Heißt, das muss jetzt ratzfatz gehen. Und jetzt gucken wir nochmal rein. Also, körperliche Untersuchungen haben wir durchgeführt. Dann haben wir hier ebenfalls körperliche Untersuchung, Befragung wurde, denke ich, auch durchgeführt. Gehen wir fest von aus. Wahrscheinlich wird er gar nicht reden können. So, dann hätten wir hier das CT, ist das durchgeführt worden? Ja, CT ist durchgeführt worden. Das hat auch letztendlich vermutlich dazu geführt, dass wir herausgefunden haben, dass er innere Blutung hat oder eine, ich denke mal, das wird eine Blutung im Gehirn sein, ne? Subdurales Hämatom ist ein potenziell lebensbedrohlicher Bluterguss im subduralen Raum. Blut sammelt sich im schmalen Spalt zwischen harter Hirnhaut und Spinnenwebenhaut an, wodurch der intrakranielle Druck steigt. Okay, also zu viel Druck im Hirn, würde ich behaupten, platt ausgedrückt. Und da sind wir dran, dass das dementsprechend besser wird. Neurologische Tests haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht. Befragung Ruhe, Lebenserhaltung lief bereits. Gut, also Joachim Tell. Jetzt ASAP auf die Station. Das dürfte die Neuro sein. Eingewiesen, Transport zum Zimmer. Heißt, er wurde auch schon ausgewählt dafür. Alles ist gut. Jo, geht schon wieder spannend los hier. Also, ich freue mich immer, wenn schwierige Fälle da sind. Eberhard Szymanski sitzt hier vorne rum. Da möchte ich bitte, dass der auch jetzt schnellstmöglich behandelt wird. Schauen wir mal rein. Haben wir derzeit keinen Arzt da? Da muss ich doch mal gucken. Haben wir hier nachts keinen Arzt eingestellt? Doch, einer. Wo ist er? Hier vorne. Geht einfach spazieren. Okay, ich hoffe mal. Ah ja, er kommt jetzt zum Patienten. Johannes Sauer ist zu Hause, das ist einer von unseren Mitarbeitern. Hier gucken wir mal rein, Nils Stein. Nils Stein wartet noch. Kohlenmonoxidvergiftung oder ein CIDP. Serologische Blutuntersuchung fehlt jetzt hier. Wir gucken mal, körperliche Untersuchung ist wahrscheinlich durchgeführt worden. Ja. So, Befragung, Bewegung, Befragung, körperliche Untersuchung. Serologische Tests, das haben wir da. Die Biopsie wäre dann noch eine Möglichkeit. Bluttests könnten wir noch machen, ist aber derzeit nicht angezeigt.
Wo haben wir ihn hingeschickt? Noch nirgendwo. So, aber jetzt kriegt er gerade sein Ergebnis. So, er ist grün, er hat schädliche Antikörper. Ah, siehst du, jetzt ist er kollabiert. Aber wir kümmern uns erstmal drum. CIDP hat er also. Eine chronische, inflammatorische, demyelinisierende Polyneuropathie. Ist klar. So, entzündliche Erkrankung der peripheren Nerven, die die Schutzmembran der Nerven schädigt. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, das würde bedeuten, dass wir ihn letztendlich erst einmal jetzt zu Neuro schicken. Dort werden wir ihn aufnehmen, stationär. Dann kriegt er das hier. Wir können dann noch eine Biopsie mit ihm machen, aber eigentlich bräuchten wir das vermutlich nicht. Aber wir machen es trotzdem mal. So, zurück zu Joachim Tell. Joachim Tell ist bereits auf der Intensivstation, blutet da immer noch alles voll und ja, jetzt geht's los. Lebenserhaltung, auf geht's. Ja. Es hilft nun mal alles nichts. Da müsste er jetzt ran und da müsste er ihn jetzt auch langsam mal operieren. Ja, und jetzt bin ich ja auf der Intensiv gerade. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen, weil mir einer von euch geschrieben hat, dass ich hier eine Schwester eingestellt habe, die letztendlich nicht geeignet ist, um hier Schwester zu sein. Da, Rezeptionistin ist sie tatsächlich. Habe ich sie doch gefunden. Vielen Dank für den Hinweis. Die braucht natürlich was anderes, ne? Stationspflege in dem Moment. So. Und nicht Rezeptionistin. Ja. Und hier haben wir noch eine. Ist ja verrückt. Macht denn, das könnt ihr mir nochmal sagen, macht denn die Intensiv auch letztendlich OPs, führt die OPs durch? Also Chirurgie kann man hier zumindest nicht auswählen, Diagnostik fortgeschrittene. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon mal überprüft. Ne? Also okay, also diese Rolle kann bei diesem Arbeitsplatz nicht aktiviert werden. Das würde bedeuten, dass wir hier auch keine OP-Helfer oder irgendetwas in der Art brauchen. Das heißt, hier werden wir auch einen Stationspfleger aus ihr machen. Und bei den anderen haben wir das ja schon. Na gut, die Rollenverteilung war ja trotzdem da als... Achso, das sind die Reinigungskräfte. Ich dachte gerade so, oder? Jetzt wird es aber langsam bunt hier. Manager, nee, gut. Also, jetzt haben wir die alle durchgeschaut. Ist in Ordnung. Weiter geht's. Ja, das wird eine spannende Nummer hier. Lebenserhaltung läuft, oder? Im Grunde genommen hat er noch versteckte Symptome, Koma. Wir können hier natürlich noch weitere Dinge tun, aber eigentlich möchte ich, dass er jetzt priorisiert operiert wird, ne? EEG machen wir nochmal bei ihm. Genau. Dann wird er ein bisschen hin und her gewischt. Oh, okay, das passt. Also, ich lasse das Ding... Ja, ich mach's mal zu. Es ist manchmal auch einfach schicker, wenn weniger im Bild zu sehen ist. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir derzeit 63% geheilt der Patienten. Wolfgang Stein, müssen wir mal gucken. Also Patienten, jetzt haben wir hier die Übersicht. Eberhard Schimanski. Ha, kann nach Hause geschickt werden, das ist gut. Bringt uns zumindest schon mal $700 ein. Ja, das Problem, was wir haben, ist ja Geld. Status, grün, 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 Intensivstation, da, Wolfgang Stein, da gucken wir jetzt auch nochmal hin. Ah, Wolfgang wurde gerade operiert, das ist doch schon mal schön. Fraktur, Neurochirurgie, beziehungsweise was hat er jetzt gehabt? Kraniotomie hat er gehabt, gut, jetzt kommt noch die nächste OP, die Fraktur in der Neurochirurgie, Kopf. Ja. Also, da sah es ja gar nicht mal so gut aus bei ihm. Schädelfraktur. Das ist auch noch das, was dafür sorgt, dass er arm dran ist. 5600 bringt uns das ein, wenn er denn so lange überlebt. Ne? Das ist ja immer der entscheidende Punkt. Überlebt er so lange?
Gut, dann haben wir hier Joachim, genau. Dann Frank Lorenz. Gehen wir auch mal hin und gucken mal, was bei Frank Lorenz los ist. Achso, Frank Lorenz haben wir nach Hause geschickt. Ist abgehakt. Ach ja, hat ja auch einen grünen Haken da dran. Dann hätten wir hier noch einen mit Clusterkopfschmerzen. Oh, liegen wieder ein paar gelbe rum, ne? Komm, mach mal weiter. Wir wollen ja, dass das hier auch vorangeht. So, da gucken wir mal rein. Die kriegen Ruhe und Bewegung noch verschrieben. Dann haben wir hier die körperliche Untersuchung, die noch stattfindet. Und serologische Blutuntersuchung machen wir hier auch noch. So, da gibt es nochmal Schmerzmittelchen. Hier brauchen wir erstmal nichts mehr zu tun. Da gibt es Magelmittel und Empfehlungen. Dann gibt es auch noch die körperliche Untersuchung. Ja, das machen wir auch noch bei ihm. Das soll ja auch nicht langweilig werden für unsere Schwestern. So, Migräne. Können wir auch nochmal Blutdruckmessungen machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Da meine ich. So, Plasmapherese. Okay, das ist vielleicht auch noch wichtig. Gucken wir mal rein, was das ist. Austausch von Blutplasma. Dialysegerät. Ja, klingt jetzt nicht so, als wäre das etwas, was wir vernachlässigen sollten. Sonst wird aus grün nämlich relativ schnell wieder gelb. Und das wollen wir ja nicht. So, gucken wir mal hier rüber. Der nette Mann hat eine Pankreatitis. Da gibt es schon mal Magenmittel, Beta-Blocker, Analgetika, Antibiotika und die stationäre Aufnahme. So, Wolfgang Stein liegt ja. Ach so, ist schon wieder zurück auf der Station. Kriegt jetzt die Lebenserhaltung. Ist er gestorben? Ach, verdammte Axt. Ist gestorben. Tja, war ein schwieriger Fall. Muss man auch ganz klar sagen. Kriege keine 5.600 Dollar. Ja, und schon wieder bin ich enttäuscht. Schon wieder bin ich enttäuscht. Ach, Junge, Junge. Unfall. Ja. Naturkatastrophe, Unfall. Ja, eigentlich wären wir für die Epidemiologie natürlich besser aufgestellt. Gucken wir mal hoch auf die Station. Wobei hier wird gerade operiert. Das ist auch gut. Wer liegt hier? Ne, da. Wer liegt hier? Bernhard Wiss. Der kriegt das noch mit dazu. Hat jetzt gerade seine abdominale OP. Das sind 3.200. Ja, okay. Oh, und da liegt wer in Rot. Joachim Tell wird also jetzt auch operiert. Da warten wir jetzt nur noch auf den Rest vom OP-Team, wenn ich das richtig sehe. Tja, und leider Gottes wieder einer gestorben. Es ist doch nicht zu fassen. So, aber da dürften doch jetzt hoffentlich die Ärzte und ja, kommen, um hier zu operieren. Das heißt, Joachim Tell sollten wir in jedem Fall. Oh, die haben wohl zusammen gefeiert, Leonie und irgendwer anders. 10% geringe Versicherungsleistung. Schlecht. Können wir nochmal zugucken. Jetzt werden hier erstmal Hände gewaschen. Na, das macht er auch hoffentlich schön ordentlich. Tja, und die Krankenkasse selber, also schauen wir nochmal in die Statistik, die sieht natürlich jetzt richtig schlecht aus. Gestern quasi, na, jetzt die Nacht gerade rum ist, zwei Tote an einem Tag. Das ist bitter. Das ist schon bitter. Aber behandelt haben wir 96%, 77 konnten wir nicht behandeln, falsche Diagnose 14, das ist auch minimal. Ja, und täglicher Profit ist natürlich. Ja, immer so eine Sache, ne? Gut, gucken wir bei den Versicherungen nochmal rein. Sorry, wo waren sie da? Also, Bonusaufgaben. Ansehenbonus 20 für einen Tag, wenn wir das Epidemie-Event abschließen. Hier kriegen wir in 9 Patienten letztendlich 5 Patienten mehr in der Ambulanz pro Tag. Und dreimal das erhöht die tägliche Patientenanzahl auf 15. Ja, okay, also es gibt derzeit nur mehr Patienten, aber nicht mehr. Mehr Geld, wenn man dann dabei ist.